Ich weiß nicht, wer von euch Englisch spricht. Happy, happy, bliss, bliss heißt natürlich so viel wie Freude, Freude, Verzückung, Verzückung. Als mir der Vortragstitel eingefallen ist, habe ich gesagt, der Inhalt des Vortrages müsste eigentlich heißen so viel wie: Kümmer dich nicht darum, dass du glücklich sein willst, setz dich hin und meditiere. Glück ist nebensächlich. Andererseits lässt, glaube ich, unsere psychologische Konditionierung so eine Antwort nicht zu. Selbst Sangharakshita, ich erinnere mich, in einem Buch schreibt, dass so mehr oder weniger alles, was wir tun, alle unsere Bemühungen, wie er das auf Englisch sagt, boils down to happiness. Ja, es geht um die Frage um Glück bei allem, was wir tun. Und ja, das ist die Ausgangsfrage. Was tun wir eigentlich, um glücklich zu sein? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt. Was tue ich, um glücklich zu sein? Ich behaupte, dass alle Menschen eigentlich auf der Suche nach dem Glück sind. Man drückt das vielleicht nicht immer so aus. Einige sagen, ich suche Wahrheit. Andere sagen, ich suche Schönheit oder ich suche Vergnügen. Aber wenn für den Wahrheitssucher zum Beispiel die Wahrheit nicht gefunden wird, würde ich sagen, er ist unglücklich. Also wird es auf die eine oder andere Art und Weise direkt oder indirekt darum gehen, wie kann ich glücklich werden? Ja, vielleicht könnt ihr euch selber kurz mal die Frage stellen, was tue ich eigentlich, um glücklich zu sein? Es gibt verschiedene Sachen, Kaffee trinken und Kekse essen zum Beispiel, ja, in Urlaub fahren, sich Vorträge anhören. Ja, man tut alle möglichen Sachen, um glücklich zu sein. Und eine Reflexionsfrage lautet, gibt es irgendetwas von dem, was du tust, was nicht direkt oder indirekt damit zusammenhängt, glücklich zu sein? Ja, gibt es irgendetwas? Und es ist offensichtlich, dass das noch nicht funktioniert hat. Ja, sonst säßen wir nicht hier. Ich weiß nicht, ich bin 48 Jahre alt, ich befinde mich seit 48 Jahren auf der Suche nach dem Glück, aber ich habe es immer noch nicht gefunden. Vielleicht findet ihr euch in einer ähnlichen Situation. Wir können zum Beispiel nicht einfach jetzt hier sitzen bleiben und einfach glücklich sein. Ja, von mir aus könnt ihr bis morgen gegen 18 Uhr hier einfach sitzen bleiben. Ich glaube, morgen um 18 Uhr ist unsere nächste Veranstaltung, wenn ich das richtig sehe. Ja, wenn das jemand möchte, einfach hier bleiben, sitzen bleiben und glücklich sein. Ihr könnt gerne über Nacht hier bleiben. Es bleibt jemand vom Team hier und passt auf, dass nichts passiert. Ja, also ihr seid herzlich eingeladen, einfach sitzen zu bleiben und glücklich zu sein. Wenn ihr euch vorstellt, ihr hättet vielleicht schon jetzt 2-3 Stunden hier gesessen. Ja, so nach 2-3 Stunden. Was würde euch wohl in den Sinn kommen, was ihr als erstes dringend tun müsstet? Was wäre das? Ja, das ist erlaubt. Ja, das ist erlaubt. Also ich behaupte, wir können nicht einfach sitzen bleiben und glücklich sein. Der Buddha hat von sich gesagt, er könnte das. Er könnte einfach für 7 Tage, könnte einfach sitzen im vollkommenen Glück. Aber ich glaube, wir können das nicht. Uns würden Antworten kommen, ja, ich habe eine andere Verabredung, ich habe was zu tun, ich habe Sachzwänge. Ja, aber die Frage ist, stimmt das wirklich? Sind das diese Gründe, die uns davon abhalten, einfach glücklich zu sein, weil wir was anderes vorhaben? Ja, ich glaube, wir können nicht sitzen bleiben, weil wir es einfach nicht können. Ja, wir können es nicht. Ich glaube, unsere Suche nach dem Glück funktioniert nicht. Ja, das, was wir bislang gemacht haben. Es ist immer so, alles, was wir erfahren an Glück, fragen nachher bitte, ja? Es führt entweder sehr, sehr schnell ins Gegenteil, oder es hält nicht lange an, oder es hinterlässt eine Spur von Unzufriedenheit, ja, die uns weitersuchen lässt. Alle Menschen sind Glücksuchenden. Als Menschen sind wir Glücksuchenden. Ja, wir sind nicht zufrieden. Und ich finde, wir sollen uns das bewusst machen, dass wir eigentlich die ganze Zeit über nach irgendwas auf der Suche sind. Ja, also eben nicht still sitzen und wunschlos sind. Ja, wir sind nicht wunschlos, wir sind die ganze Zeit auf der Suche. Immer mit der Unzufriedenheit sehr dicht auf unseren Fersen. Ja, wir sind Suchende. Diese Unzufriedenheit hat auf ihrer Kehrseite einen Durst. Und der Durst treibt uns an, nach einer Lösung dafür zu suchen, dass er gestillt wird. Und im Buddhismus gibt es für diesen Durst, beziehungsweise für diesen Zustand des auf der Suche Seins, gibt es ein Wort, nämlich das Samsara, ja, das Weiterwandern. Es ist sozusagen eine Beschreibung für unseren existenziellen Zustand. Wir sind Weiterwandernde. Ja, nirgends können wir uns endgültig, ja, für immer niederlassen. Das Samsara. Die Frage nach dem Glück ist also die Frage,
um die es in unserem Leben geht. Deshalb sollten wir sie ernst nehmen und unser Äußerstes tun, um wahres Glück zu finden. Aber wie können wir das machen? Wie können wir wirkliches Glück finden, das uns wirklich zufrieden macht, das keine innere Unruhe zurücklässt, die uns antreibt, weiterzuwandern, oder das nicht nach einiger Zeit nachlässt oder sogar ins Gegenteil umschlägt? Ja, wie finden wir Glück, was von Dauer ist? Gibt es so etwas überhaupt? Der Buddha sagt, ja, sowas gibt's. Eigentlich ging es bei allem, was der Buddha gesagt hat, um die Frage, wie man diese Art von Glück finden kann. Und heute Abend, aus der Masse von dem, was der Buddha gesagt hat, habe ich mir 3 Punkte rausgesucht, auf die ich näher eingehen möchte. Es sind 3 Punkte, die wir tun müssen, um wirkliches Glück zu finden, beziehungsweise 3 Punkte oder 3 Dinge, die wir unterlassen müssen, wenn wir wirkliches Glück finden wollen. Ja, ich fange direkt an. Erstens, ja, der erste Punkt, den wir unterlassen müssen oder was wir tun müssen, um wirkliches Glück zu finden. Wir müssen damit aufhören, solche Dinge zu tun, die offensichtlich mehr oder weniger direkt ins Unglück führen. Ja, das ist der erste Punkt. Höre auf damit, solche Dinge zu tun, die offensichtlich mehr oder weniger direkt ins Unglück führen. Im Grunde ist es sehr, sehr offensichtlich, wie ihr gleich merken werdet. Jeder weiß das. Ein kleines Beispiel, ich hoffe, ich dresche nicht zu sehr Klischees, aber ein Werbeslogan aus den 90er Jahren, glaube ich, sagte, ich will Genuss sofort. Ich habe das übrigens mal versucht zu googeln. Diese Reklame gibt's nicht mehr, es gibt nur Verballhornungen und Kommentare davon. Also jeder weiß, dass es nicht funktioniert, aber ich sag's trotzdem nochmal, ich will Genuss sofort. Was passiert? Zum Beispiel, ich hole mir einen Keks, weil ich irgendwie, ich brauche was, ja, ich verspreche mir davon, glücklich zu werden. Der Keks ist zu Ende gegessen. Der Durst sozusagen kommt wieder, ich nehme noch einen Keks. Da Menschen aber sowas besitzen wie eine Adaptionsfähigkeit, ist der zweite Keks schon nicht mehr so gut wie der erste. Man gewöhnt sich daran. Ich muss sozusagen mehr Kekse essen, um das gleiche Glücksgefühl zu erlangen und so weiter, bis mir irgendwann schlecht wird. Beziehungsweise, wenn ich das über Wochen und Monate und Jahre fortspinne, ich mir eine unangenehme, für mich unangenehme Angewohnheit angeeignet habe und das Glücksgefühl ist nicht eingetreten. Ja, anstelle Glück zu erlangen, habe ich eine neue, schlechte Angewohnheit. Ja, ich esse zu viel Kekse mit all den Folgen davon. Das Glück ist nicht eingetreten. Ich habe eigentlich, ja, ich habe mir was zugelegt, was ich eigentlich überhaupt nicht haben wollte. Ja, ich habe auf meiner Suche nach dem Glück, habe ich was gemacht, was zum Gegenteil von dem geführt hat, was ich eigentlich haben wollte. Ja, man stelle sich das gleiche Beispiel mit verhängnisvolleren Sachen als Kekse vor, die es natürlich gibt. Wir müssen auf der Suche nach dem Glück bei diesem ersten das unterlassen, was direkt ins Unglück führt. Wir müssen unseren gesunden Menschenverstand benutzen. Die Antwort ist im Grunde einfach. Mit gesundem Menschenverstand hätte ich das vorher sehen können. Wenn ich mein eigenes Leben aus der Vogelperspektive beobachten könnte, wäre das fast sowas wie eine Komödie. Ich würde immer schon sehen, ach ja, hier macht wieder was. Das wird wieder ins Unglück führen, ja, oder zumindest zu was Unangenehmem, wie so eine Slapstick-Komödie. Bei anderen Menschen können wir das sehr einfach sehen. Bei uns selber ist es häufig sehr, sehr schwer, das zu sehen. Und im Grunde genommen könnte man sagen, das Leben ist eine riesige Komödie, wenn nicht so viel Unglück, wenn nicht so viel Leiden damit verbunden wäre, sowas zu machen. Ich stelle mir das immer so vor, wie früher im Fernsehen kam diese Serie Dick und Doof, Laurel und Hardy. Und man wusste genau bei allem, was die machen, es war im Grunde eine Inszenierung, dass es am Ende im Debakel endet. Ja, man wusste von vornherein, ach ja, es wurde so aufgebaut, da das machen sie schon falsch. Und ja, man hat sich schlapp gelacht, weil man wusste, es wird tragisch enden. Man konnte es sehen. Die beiden haben nicht ihren gesunden Menschenverstand gebraucht. Ja, und deswegen war das alles ziemlich komisch. Wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, ja, sowas würde mir nicht passieren. Ich bin ja klüger als die. Oder vielleicht auch, weil auf eine gewisse Art und Weise das mir den Spiegel vorgehalten hat für mein eigenes Leben. Ja, also die Stan- und Ollie-Pfade wollen wir auf der Suche nach dem Glück möglichst vermeiden, denn sie führen zum Gegenteil dessen, was wir uns eigentlich erhoffen. Dieser ganze Bereich, solche Sachen zu unterlassen, die mehr oder weniger direkt ins Unglück führen, wird im Buddhismus Ethik genannt. Ja, es gibt eine buddhistische Ethik und die befasst sich genau mit der Frage. Die befasst sich mit anderen Sachen auch, aber eine Frage buddhistischer Ethik ist, was sollte ich lieber unterlassen, damit mein Weg mich nicht mehr oder weniger direkt ins Unglück führt. Und da geht's hauptsächlich darum, damit aufzuhören, sich selber auszubeuten und andere auszubeuten.
Ja, so ganz grob. Buddhistische Ethik. Wir müssen aufhören, unser Verhalten von bestimmten groben Trieben leiten zu lassen, die uns lediglich dabei helfen, uns eine kurzfristig angenehme Erfahrung oder einen kurzfristigen Vorteil zu verschaffen, meist auf Kosten anderer. Und dabei fügen wir anderen, unseren Konkurrenten, absichtlich Schaden zu oder nehmen es zumindest in Kauf, dass ihnen geschadet wird, oder nehmen anderen etwas weg, was sie nicht hergeben möchten, oder täuschen sie oder sowas. Ja, das sind diese Pfade der groben Triebe. Wenn mein Verhalten von dem Motto geprägt ist, viel ist gut, mehr ist besser, wer weiß, ob es morgen noch was gibt, oder ich schlage zu, bevor der andere zuschlägt, wenn mein Verhalten von diesem Leitsatz geleitet wird, führen meine Handlungen wahrscheinlich sehr häufig direkt ins Unglück. Ich ernte das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich vorstelle. Ja, im Buddhismus gibt es dafür die sogenannten 5 ethischen Prinzipien oder die 5 Vorsätze, die gewährleisten, wenn man sie beachtet, dass unser Verhalten keine Ausbeutung darstellt, weder uns selbst noch anderen. Ich lese die mal eben vor, ja. Den meisten ist wahrscheinlich, die kennen das schon, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Die 5 großen buddhistischen ethischen Prinzipien, ja. Damit aufhören, Leben zu nehmen. Damit aufhören zu nehmen, was nicht gegeben ist. Damit aufhören, sich und andere sexuell auszubeuten. Damit aufhören, die Unwahrheit zu sagen. Und damit aufhören, den Geist durch Drogen zu trüben. Diese Prinzipien sollen sicherstellen, dass wir auf der Suche nach dem Glück diejenigen Pfade vermeiden, sozusagen Stand-and-Ollie folgen, die direkt ins Unglück gehen. Buddhistische Ethik umfasst noch mehr als das. Neben der Frage, was man nicht tun soll, befasst sich die Ethik auch mit der Frage, wie wir unser eigenes Wesen zum Ausdruck bringen können. Und das öffnet vielleicht die Perspektive ein bisschen weiter. Diese genannten 5 Vorsätze, ja, ich wiederhole die nochmal, aufzuhören, Leben zu nehmen, aufzuhören, das zu nehmen, was nicht gegeben ist, aufzuhören, sich und andere sexuell auszubeuten, aufzuhören, die Unwahrheit zu sprechen und aufzuhören, Drogen zu nehmen, die den Geist trüben. Diese 5 ethischen Prinzipien sind nichts Künstliches, ja, sie sind keine von außen erfundene Autorität, sondern sie haben etwas damit zu tun, wie wir sind oder wer wir sind. Sie haben was mit uns zu tun. Ja, denn wir als Menschen sind mehr als nur Instinkte. Wir bestehen zum Glück nicht nur aus einer Ansammlung grober Triebe, denen wir lieber nicht nachgehen sollten. Ja, wir sind mehr als das. Wir leben nicht getrennt von anderen. Wir stehen in Beziehung zu anderen Menschen. Das geht schon los mit unserer Geburt. Wir werden geboren. Ja, wir haben eine Mutter, wahrscheinlich haben wir auch einen Vater. Von Anfang an stehen wir in Beziehung zu anderen Menschen, ja, von Geburt an. Und dann, wenn wir aufwachsen, brauchen wir andere Menschen. Erziehung, Sozialisation, Schule und so weiter, Kultur, die wir genießen, die ganze Gesellschaft, unsere Nahrung. Alles ist in vielfältiger Weise abhängig von anderen Menschen. Also wir stehen nicht alleine da. Man kann mal so darüber reflektieren, in welcher Art und Weise die Sachen, die man so hat, die man genießt, in welcher Art und Weise die von anderen Menschen abhängig sind. Wir stehen auf das Vielfältigste in Beziehung zu anderen Menschen, ob man will oder nicht. Und das ist weit mehr als ein vielleicht lästiger Aspekt der Wirklichkeit, um den ich nicht herumkomme, sondern es ist sozusagen, wer ich bin oder es ist, wer wir sind. Es gehört zum Menschsein dazu, aufs Vielfältigste mit anderen Menschen in Beziehung zu stehen. Mehr als eine lästige Tatsache. Und wir, deswegen, gehört es zum Menschsein auch dazu, bewusst oder unbewusst, dass der Wunsch da ist, diese Verbindung auszudrücken. Wir haben den Wunsch, diese Verbindung auszudrücken. Solidarisch zu leben, sozusagen. Mehr noch, wir haben den Wunsch, anderen Menschen zu helfen, auch glücklich zu sein, ihnen zu geben, was sie brauchen, ihnen zum Beispiel aus unangenehmen Angewohnheiten herauszuhelfen, ja, für sie. Diese ethischen Prinzipien spiegeln sozusagen diese Wirklichkeit des Menschseins wider. Wenn wir diese ethischen Prinzipien verletzen, handeln wir eigentlich gegen unser eigenes Wesen. Wir verletzen vielleicht nicht nur andere, was möglich ist, sondern wir verletzen auch immer uns selbst auf eine bestimmte Art und Weise. Die Folge davon ist Unglück. Ein unruhiger, ruheloser Geist, ein schweres Gewissen, Angst. Wir können anderen und uns selbst nicht in die Augen schauen. Ein einfaches ethisches Leben
also was sich entsprechend dieser ethischen Prinzipien ausrichtet, hat im Unterschied dazu Freude und Zufriedenheit zu folgen. Der buddhistische Begriff dafür heißt Pramodia. Ja, ich stelle heute Abend nur drei buddhistische Begriffe vor. Samsara, Pramodia und Dhyana. Das ist der zweite. Der buddhistische Begriff für diese Freude und Zufriedenheit durch ein ethisches Leben heißt Pramodia. Ja, es gibt einen Begriff dafür. Wir sind zufrieden, weil wir uns nichts vorzuwerfen haben. Und zwar nicht im Hinblick auf eine äußere normative Autorität, sondern im Hinblick auf uns selbst, auf unser Wesen. Wir leben unserer Natur entsprechend. Unser Verhalten drückt aus, was auf einer tieferen Ebene wichtig für uns ist, und wir erfahren eine innere Offenheit, Lebendigkeit und Freude. Diese Freude, also Pramodia, die Freude Pramodia, diese innere Zufriedenheit und Offenheit, gehört eigentlich schon sehr häufig zu unserer Erfahrung. Ich glaube, wir erfahren eine Menge Pramodia. Ich glaube, man denkt, oder ich denke viel, wenn ich mich über was freue, zum Beispiel, ich freue mich, dass ihr heute Abend hier seid, ja? Und ich denke, dass ihr hier seid, ist der direkte Grund, warum ich mich freue. Ich glaube, das ist nicht so. Weil es Menschen gibt, oder verschiedene Menschen erleben in der gleichen Situation, erleben völlig unterschiedliche Emotionen. Ich glaube, wenn ich mich heute zum Beispiel sehr unethisch verhalten hätte, also noch viel unethischer, als ich das vielleicht getan hatte, hätte, wäre ich nicht in der Lage, jetzt diese Freude zu empfinden. Ja, sie kommt natürlich auch von den äußeren Gegebenheiten, aber auch davon, dass ich im Grunde sowas wie ein menschliches Leben führe. Ich denke, das ist bei euch allen auch so. Ja, man denkt, ah, es ist normal, wenn ich ein Eis esse, dann freue ich mich. Aber es gibt Leute, die essen Eis und die freuen sich nicht. Die denken zwar immer, ja, das schmeckt irgendwie gut, ich brauche das, aber da ist keine Freude. Ja, woher kommt das? Ja, weil es nicht nur das Eis ist, was sozusagen die Freude hervorruft, sondern weil wir insgesamt eigentlich ein ziemlich ethisches Leben führen, sind wir in der Lage, Dinge zu genießen. Weil es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage dazu. Wenn man wirklich schlecht drauf ist, kann man machen, was man will, da kommt man erstmal so schnell nicht raus. Ja? Außer wenn vielleicht einer sagt, ah, hör auf damit, ja, dann geht das wieder. Ja? Kann ich Eis essen, wie ich will zum Beispiel. Ja? Es hilft nicht. Wir haben heute wahrscheinlich noch niemanden umgebracht. Wir haben uns entschieden, ein buddhistisches Zentrum zu besuchen, was eine Verfeinerung darstellt. Also wir verhalten uns relativ ethisch. Jeden Tag. Und deswegen erfahren wir eine Menge Pramodia, diese Freude. Aber vielleicht erfahren wir halt eben häufig auch kein Pramodia, ja, keine Freude, sondern unsere Seele fühlt sich rastlos, getrieben und besorgt an. Eben kein Happy, Happy, Bliss, Bliss. Ja, ist auch eine häufige Erfahrung. Und je weniger wir das erfahren, desto dringender wird die Suche nach dem Glück. Das wird sozusagen zu einem pressenden, wie man auf Englisch sagt, ja, pressing issue. Ja, wo kann ich Glück herfinden, so weniger ich davon habe. Sangharakshita, der Gründer dieser buddhistischen Bewegung, auf dem Bild hier, der lebt noch. Sangharakshita hat mal gesagt, wenn wir wirklich glücklich wären, wäre Meditation für uns kein Problem. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal meditiert hat oder versucht hat zu meditieren, vielleicht nicht alle. Wahrscheinlich ist eher die, die schon mal meditiert haben, wissen, was das bedeutet. Wenn wir wirklich glücklich wären, wäre Meditation kein Problem. Wir bräuchten uns einfach nur still hinzusetzen und würden ins Dhyana segeln. Dhyana ist der dritte Fachbegriff, erkläre ich gleich, was das heißt. Ja, wir bräuchten uns einfach nur still hinzusetzen und würden ins Dhyana segeln. Wir würden uns hinsetzen, den Körper zur Ruhe bringen, ihn aufrichten, damit die Energie frei fließen kann. Der Geist und das Herz sind bereits ruhig und klar durch das Pramodia, klar und hell und gesammelt, sodass sich unser Interesse spontan wahrscheinlich auf einer angenehmen inneren Gefühlsempfindung niederlassen und sammeln und verfeinern würde. Das würde passieren, wenn wir uns einfach hinsetzen würden. Unsere positive Seelenverfassung würde es zulassen, dass sich unser Interesse spontan auf einem angenehmen Aspekt der Erfahrung sammelt und so ein stabiler Zustand der zunehmenden Verfeinerung und Sammlung eintreten wird, was im Buddhismus Dhyana genannt wird, auch meditative Vertiefung. Wir müssten nichts tun, wir bräuchten uns einfach nur hinzusetzen, wenn wir wirklich glücklich wären. Dhyana, die stabile geistige Sammlung. Dhyana ist übrigens Bliss, Bliss und enthält auch noch ein paar andere schöne Sachen. Häufig aber versuchen wir zu meditieren ohne Pramodia. Wir setzen uns dann aufs Kissen und sind erstmal damit befasst, die sogenannten inneren Hindernisse oder Störgefühle irgendwie zu managen. Ja, es kommen Ideen, der Körper fühlt sich unangenehm an und einen guten Teil der Zeit
wenn nicht die ganze Meditation über, müssen wir irgendwie versuchen, den Geist etwas zur Ruhe zu bringen. Vielleicht indem wir ihn wieder und wieder auf den Atem lenken, um dann doch letztendlich am Ende einen gesammelteren Geist zu erfahren, einen ruhigeren Geist als vorher. Wir müssen die Arbeit, die eigentlich unser ethisches Verhalten im Alltag für uns erledigen würde, müssen wir in der halben Stunde auf dem Kissen sozusagen nachholen, damit wir ein bisschen uns sammeln können. Wenn wir aber wirklich glücklich wären, so Sangharakshita, wäre Meditation kein Problem. Wir bräuchten uns einfach nur ruhig hinzusetzen, ja, und so weiter. Sind wir wirklich glücklich? Die Eingangsfrage. Können wir uns einfach hinsetzen und ins Dhyana segeln, wie vorhin? Oder was passiert, wenn wir uns einfach still hinsetzen und nichts tun? Was passiert dann? Erleben wir die Welt als lebendig, tief und geheimnisvoll? Sprechen die Dinge zu uns? Zu unserer Tiefe oder vielleicht aus unserer Tiefe? Ist die Welt voller Schönheit und Sinn? Oder erscheint unsere Umgebung tot, öde und hässlich? Das ist beides, was man erfahren kann. Wie ist unsere Erfahrung, wenn wir einfach aufhören, was zu tun und horchen sozusagen? Vielleicht lohnt es sich, die Ethik nochmal etwas genauer anzuschauen. Inwiefern bringen wir durch unser Verhalten das zum Ausdruck, was uns auf einer tieferen Ebene ausmacht? Vielleicht können wir in unserem Verhalten nach dem einen oder anderen Schräubchen greifen und da ein bisschen dran drehen, um unser Pramodia, unsere innere Zufriedenheit vielleicht noch etwas mehr zum Leuchten zu bringen, als sie im Augenblick sowieso schon leuchtet. Wenn wir beginnen zu merken, dass wir nicht alleine vor uns hinleben, keine Einzelwesen sind, stellt das unsere Glückssuche in ein neues Licht. Bis jetzt waren wir auf der Suche nach wahrem, andauerndem, tiefen Glück im besten Sinne des Wortes, nach Wunschlosigkeit für uns selbst. Wir wissen, dass wir wunschlos glücklich sein wollen. Wir haben gesehen, dass wir aufhören müssen, das zu tun, was direkt ins Gegenteil, nämlich zum Unglück führt, andere und uns selbst zu verletzen und auszubeuten. Wir sollten den Stan- und Ollie-Pfad vermeiden. Das war das Erste. Die zweite Sache, mit der wir aufhören müssen, ist, nach dem Glück für uns alleine zu suchen. Suche nicht nach dem Glück für dich alleine, suche lieber nach dem Glück für dich und anderen oder nach dem Glück für die vielen. Höre auf, nach dem Glück für dich alleine zu suchen. Da gibt's Forschungen drüber, Psychologen oder Soziologen haben das erforscht. Menschen, die was für andere tun, sind glücklicher. Ja, das ist eine Tatsache, kann man empirisch nachweisen. In der buddhistischen Ethik spiegelt sich das auch, nämlich in den sogenannten positiven Formulierungen der 5 Prinzipien, die ich vorhin vorgelesen habe. Am Beispiel der ersten beiden, wo das besonders deutlich wird. Mit Taten liebevoller Güte läutere ich meinen Körper. Mit Großzügigkeit gebend läutere ich meinen Körper. Wir werden angehalten, etwas für andere zu tun, und zwar aus einer positiven Geisteshaltung heraus. Liebevolle Güte und Großzügigkeit. Die positive Seite der Ethik. Wir sind angehalten, unsere Energie mit anderen zu teilen, sie für andere einzusetzen, für die Ziele anderer Menschen, für ihre Suche nach dem Glück. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass wir anderen Menschen dabei helfen, auf dem Stan- und Ollie-Pfad zu gehen, sondern wir versuchen, denen zu helfen, dass die auch glücklich werden können. Dieser Prozess der inneren Umorientierung von ich suche das Glück für mich zu ich suche das Glück für mich und andere wird auch durch eine Meditation zum Ausdruck gebracht, die zu unseren beiden Hauptmeditationen zählt. Die sogenannte Metta-Bhavana-Meditation. Metta-Bhavana heißt übersetzt so viel wie Entwicklung von liebevoller Güte oder Entwicklung von Wohlwollen. Es gibt eine Meditation, die Entwicklung von liebevoller Güte, eine traditionelle buddhistische Übung. Diese Meditation hat 5 Phasen. Sie ist unterteilt in 5 Abschnitte. Und in der ersten Phase der Meditation beginnen wir damit, liebevolle Güte und Wohlwollen zunächst für uns selbst zu entwickeln. Ja, also auf unserer Suche nach Glück für uns und andere beginnen wir zunächst damit in der Meditation, also liebevolle Güte für uns selbst zu entwickeln. Was heißt das? Wie kann ich Freundlichkeit für mich entwickeln? Als erstes versuche ich in der Metta-Bhavana, wie in jeder anderen Meditation, meine Erfahrung so zu erleben, wie sie im Augenblick ist. Wir haben oft Angst, uns so zu erleben, wie wir uns fühlen, jedenfalls wenn es euch wie mir geht, weil wir die Erfahrung vielleicht für unakzeptabel halten. Das hält uns davon ab, mit unserer Erfahrung in Kontakt zu kommen. Wir denken, das ist vielleicht nicht akzeptabel. Und wenn man sich still hinsetzt aufs Kissen, ist man so vielleicht ein bisschen ruhiger und kommt in Kontakt
mit Gefühlen oder Emotionen von sich, wo man denkt, so möchte ich eigentlich lieber nicht sein. Das ist nicht so, wie ich mich sehe und ich möchte nicht, dass andere mich so sehen. Und man macht dann so, ob man da bewusst oder unbewusst ist, man macht so ein bisschen zu, damit man das nicht sehen muss und so tun kann, als wäre es nicht so. Das sind sehr häufig Gefühle von Schwäche, Angst, Zärtlichkeit, sexuelle Gefühle oder auch Ärger und Wut, die so ein bisschen nicht zu dem gehören mögen, in unterschiedlicher Zusammensetzung, was man denkt, so ein Mensch bin ich und so werde ich von anderen anerkannt. Ja, und wenn man sowas bemerkt, das passt da nicht rein, dann soll das erstmal draußen bleiben. So verbringen wir vielleicht Jahr um Jahr unseres Lebens in einem angespannten, leicht unterdrückten Zustand, um ein Bild von vermeintlicher Ausgeglichenheit, Coolheit, Expertise und Souveränität vor uns herzutragen. Je nach Geschmack oder vielleicht von devoter Lieblichkeit, Sanftheit und Reinheit. Es gibt unterschiedliche Variationen, wie man sich gerne darstellen möchte. Ich brauche wahrscheinlich nicht zu erwähnen, dass sowas ein Stan- und Ollie-Pfad ist, das nicht vor sich sehen zu können. Erstens, andere schätzen es in Wirklichkeit mehr, wenn wir uns wahrhaftig zeigen, dann fühlen auch sie sich ermutigt, sich ehrlich zu zeigen und eine wirkliche Kommunikation kann stattfinden. Zweitens, für sich selbst genommen fühlt man sich besser in der eigenen Haut, wenn man sich so zulassen kann, wie man ist, sich selbst überhaupt tiefer sehen und verstehen kann. Sich bzw. Anteil von sich nicht wahrnehmen zu wollen, ist eine Form von Abneigung und das ist immer schmerzlich. Drittens, in dem Maße, in dem man sich selbst nicht akzeptiert, ist keine Entwicklung möglich. Entwicklung beginnt immer dort, wo man gerade ist und nicht dort, wo man denkt, dass man sein müsste. Ohne Entwicklung aber stecken wir fest, wir sind sozusagen mit den Teilen gefangen, die wir eigentlich nicht wahrnehmen wollen. Das ist im Grunde wieder ziemlich komisch, ja, das ist auch tragisch. Also, in der ersten Phase der Meditation, wir versuchen, Freundlichkeit für uns selber zu entwickeln und beginnen damit zu versuchen, so gut wir können, uns erstmal so zu sehen, unsere Erfahrung so zu sehen, wie sie im Augenblick ist. Das ist gar nicht einfach. Wahrscheinlich, weil Pramodia fehlt. Wir versuchen, unseren Körper wahrzunehmen, unsere Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle, Emotionen, innere Bilder, ja, was auch da ist. Wir sitzen auf dem Kissen und das kann so, im Grunde kann es aufsteigen und uns erfüllen. Dann, in der ersten Phase, mit Sätzen wie, möge ich glücklich sein, möge es mir gut gehen. Ja, man kann sich selbst solche Sätze sagen. Beginnen wir, unsere Aufmerksamkeit, unser Interesse für einen bestimmten Bereich unserer Erfahrung zu erwecken. Nämlich den Bereich unserer Erfahrung, wo unser Wohlwollen ist. Als Menschen haben wir immer einen Zugang zu der Möglichkeit, Wohlwollen zu entwickeln. Das ist eine Charakteristik unseres Seins. Wir haben immer einen Zugang zu der Möglichkeit, Wohlwollen zu entwickeln. Es ist quasi ein Teil von uns. Quasi. Wir müssen uns allerdings entscheiden, dorthin zu gehen. Ja, das ist möglich. Wenn wir diese Entscheidung treffen und mit unserer Aufmerksamkeit nach Wohlwollen in unserer Erfahrung suchen, diesen Teil unserer Erfahrung mit entspannter Aufmerksamkeit und Interesse begegnen, wird er an Bedeutung zunehmen. Das Wohlwollen wird wachsen. So funktioniert Entwicklung in der Meditation, so funktioniert Bhavana, ja, Metta-Bhavana, die Entwicklung von Freundlichkeit. Wir sind nicht starr und unveränderlich, auch wenn wir uns für so etwas halten mögen. Wir sind nicht starr und unveränderlich. In Wirklichkeit sind wir extrem formbar. Wir sind Formbarkeit. Wir sind nicht im Geringsten festgeschrieben und unveränderlich. Selbst wenn wir uns für sehr unfreundlich halten, können wir Freundlichkeit entwickeln. Denn Unfreundlichkeit ist kein fester Bestandteil unseres Selbst. So etwas gibt es nämlich nicht. Ja, wir können immer, es gibt keine Ausrede, ja, wir können immer, wenn wir uns dafür entscheiden, Wohlwollen und Freundlichkeit entwickeln. Wir sind nicht festgelegt. Wenn wir so üben, entsteht mit der Zeit ein echtes Selbstvertrauen, eine gute Beziehung zu uns selbst und zu unserem Erleben. Wir lernen uns und unsere unterschiedlichen Anteile kennen und schließen Frieden mit ihnen. Sie werden Teil unserer bewussten Persönlichkeit und können sich weiterentwickeln. Es ist, als ob wir durch dieses Seinlassen so eine Art Blockade, einen Stöpsel rausziehen, eine Verstopfung beseitigen. Wir beginnen wirklich ein gutes Gefühl über uns selbst zu haben und das befreit sich zunehmend von der Abhängigkeit von äußeren Umständen. Ja, also das Selbstvertrauen wird unabhängiger. Es muss nicht irgendwie alles stimmen und genau stimmen, damit man sich wohlfühlen kann, sondern
ob es Eis gibt oder nicht, ist nicht so wichtig. Nichts gegen Eis. In den folgenden Phasen der Metta-Bhavana, also nach der ersten Phase, in den folgenden Phasen, stellen wir uns nacheinander andere Personen vor und versuchen in unserer Vorstellung, also während der Meditation, auch diesen Personen mit Freundlichkeit, Wohlwollen und Offenheit zu begegnen. Wir versuchen, unsere Erfahrung von uns selbst und der Vorstellung des anderen Menschen so lebendig und klar wie möglich zu erleben. Denn Meditation ist mehr als eine Fantasiereise im Schaukelstuhl. Sie ist eine engagierte, wache, energische Arbeit mit unserem eigenen Geist. Zugleich ist sie klar und ruhig. Und wenn wir es schaffen, unser Interesse zu sammeln und zu bündeln, tief und ekstatisch. Die Personen, die wir in der Meditation vergegenwärtigen, sind stellvertretend für die drei Hauptarten von Beziehungen, die wir haben können. Es ist jemand, den wir mögen, es ist jemand, den wir nicht mögen und jemand, der uns egal ist. Ja, das sind die anderen Personen, die wir uns in der Meditation nacheinander vorstellen. Jemand, den wir mögen, nennen wir einen guten Freund beziehungsweise eine gute Freundin. Das ist jemand, den wir angenehm finden. Einen guten Freund, eine gute Freundin finden wir angenehm. Er oder sie tut Sachen, die uns nützen, die uns Freude bereiten. Wir fühlen uns gesehen und unterstützt. Wir verbringen gerne Zeit mit dieser Person, weil das angenehm und inspirierend ist. Und wir würden mit dieser Person zusammen sogar die sprichwörtlichen Pferde stehlen. Wenn wir den guten Freund oder die gute Freundin in der Meditation betrachten, können wir unsere Freundlichkeit noch stärker erleben, da wir uns wohlfühlen. Die Freundlichkeit ist dann auch nicht mehr auf uns selbst bezogen, sondern fließt auch nach außen. Noch etwas weiteres passiert. Wir lernen den Freund bzw. die Freundin und unsere emotionale Antwort auf ihn oder sie auch tiefer kennen. Wir lernen die Person und unsere Antwort tiefer kennen. Wir bemerken vielleicht, dass er bzw. sie ein eigenständiger Mensch hat und auch Anteile hat, die uns gar nicht so gut gefallen, die vielleicht normalerweise nicht im Vordergrund sind. Und wir lernen, das so zu sehen, wie es ist, und auch unsere eigene emotionale Antwort darauf so zu sehen, die vielleicht zunächst ein Desinteresse an diesen Teilen ist oder sogar eine Abneigung, eine leichte. Ja, aber dadurch, dass wir es einfach betrachten, können wir es auch so stehen lassen, was dann dazu führt, dass wir auch mit dem Freund oder der Freundin im alltäglichen Leben eine stabilere Beziehung haben können, eine offenere Beziehung, eine freiere Beziehung. Wir müssen nicht fordern, dass die Person, die ich als meinen Freund betrachte, genau das tut, warum sie mein Freund ist. Es wird freier. Ich kann der Person, ich kann dem Freund, der Freundin mehr erlauben, dass sie so ist, wie sie ist, unabhängig von mir, von meinem Bedürfnis. Ja, und das ist dann nochmal eine Befreiung. Es folgt in der dritten Phase die neutrale Person. Jemand, der uns egal ist, nennen wir neutrale Person. Das ist häufig der schwerste Teil der Meditation, unsere Freundlichkeit zu dem Menschen fließen zu lassen, der uns egal ist. Wir können einfach kein Interesse dafür aufbringen. Ich habe auch nur so einen kleinen Abschnitt hier. Die Aufgabe in der Meditation besteht darin, in unserer Vorstellung die neutrale Person mit Attributen zu versehen, damit ein Interesse für sie entstehen kann. Ich komme später nochmal auf die neutrale Person zurück. Weiter geht's zur vierten Phase der Meditation, die Person, die wir schwierig finden. Ja, in der vierten Phase der Meditation vergegenwärtigen wir eine Person, die wir schwierig finden, deren Gesellschaft wir lieber vermeiden würden. Jemand, mit dem wir nicht unbedingt in Urlaub fahren würden. Das Leben ist schöner, wenn diese Person nicht anwesend ist. Zumindest glauben wir das. Denn meistens dauert es ja nicht lange, bis eine neue schwierige Person da wäre, wenn die erste verschwindet. Wenn wir in unserer Meditation in der vierten Phase nicht so oder so schon eine Schlange von Kandidaten und Kandidatinnen hätten, die darauf warten. Ja. Warum finden wir eine Person schwierig? Und ich spreche jetzt nicht von solchen Menschen, die uns tatsächlich Schaden zufügen. Ja, das ist vielleicht eine andere Kategorie. Sondern ich sag mal, von normalen, schwierigen Personen, Arbeitskollegen. Warum finden wir eine Person schwierig? Wenn sie etwas anderes tut, als ich möchte oder als ich von ihr erwarte. Ja, dann ist die Person für mich schwierig. Sie tut etwas anderes als das, was ich möchte. Ich fühle mich dann verunsichert, meine Pläne werden durchkreuzt. Ich bin sozusagen von dem abgeschnitten, was mir rechtmäßig zusteht. Erfolg, Anerkennung von anderen, ja, alles durch diese eine Person. Ich mache das alles zunichte. Und wieder erteilt sie mir, ja, meine schwierige Person, die ich schwierig finde, wieder und wieder erteilt sie mir eine Lektion.
nämlich dass nicht immer alles so läuft, wie ich es erwarte, dass ich nicht alles haben kann, was ich gerne hätte, dass ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin und das Universum nicht dazu da ist, meine Wünsche zu erfüllen. Ja? Diese Lektion personifiziert in einer Person. Deswegen ist das für mich in der vierten Phase der Metta-Bhavana die schwierige Person. Kann sie nichts dazu, etwas mit mir zu tun. Wenn mal jemand kommt und mir das live demonstriert, mag ich sie nicht. Die Person ist dann mein Feind. Auch wenn das völlig ahnungslos und ohne Absicht geschieht. Die Ausnahme der Absichtslosigkeit sind vielleicht lang andauernde geistige Feindschaften, wie zum Beispiel eine Ehe, die durch den starken Wunsch beider Seiten ausgezeichnet ist, dem anderen zu zeigen, dass er nicht der Mittelpunkt der Welt ist. In der Meditation können wir reflektieren, dass diese Person ihrerseits viele Freunde hat. Vielleicht. Warum gehöre ich nicht zu ihnen, zu diesen Freunden? Wieso unterstelle ich ihr eine Absicht, mir durch ihr ungebührliches Verhalten schaden zu wollen? Warum? Sie tut lediglich, was sie für richtig befindet. Genau das, was sie auch tun. Wir sollten so eine Person als Freund sehen. Das ist traditioneller Buddhismus. Wir sollten so eine Person als Freund sehen, denn sie zerstört eine Illusion. Sie zeigt uns, wo wir in Wirklichkeit eigentlich stehen. Nämlich nicht im Zentrum des Universums. So eine gesunde Desillusionierung, ja Demütigung, ist für unsere Entwicklung als Menschen unentbehrlich. Ohne sie können wir nicht wachsen, wir können uns nicht weiterentwickeln. Weder spirituell noch psychologisch. Ja, nur Kinder denken, dass alles nach ihren eigenen Vorstellungen und Vorlieben verlaufen muss. Zunächst können wir jedoch in der Meditation nicht bestreiten, dass wir diese Person schwierig finden, sonst hätten wir sie ja nicht für die vierte Phase der Metta-Bhavana-Meditation ausgewählt. Darum geht es auch nicht, dass wir sie nicht schwierig finden. Wir sollten uns nicht einreden, dass wir die Person plötzlich mögen, denn das geht nicht. Ja, solange wir überhaupt Vorlieben und Abneigung empfinden können, wird es immer solche Menschen geben, die wir mögen, und es wird andere geben, die wir nicht mögen. Sich einzureden, plötzlich, ich mag die Person, das wäre wahrscheinlich Selbsttäuschung. Das Wichtige ist aber, dass wir zunächst nicht in Übelwollen verfallen. Jemand, den ich mag, es ist so leicht, Übelwollen zu entwickeln, also Hass. Es ist okay, jemanden schwierig zu finden, aber diese Person zu hassen ist was ganz anderes, was völlig anderes. Hass ist wohl der schmerzhafteste Geisteszustand, den es gibt, und wir schaden uns dadurch, weil wir jede Geistesruhe, Zufriedenheit und Klarheit, die wir vielleicht erlangt haben, zerstören. Also wir wollen die Person nicht hassen. Und mehr noch, in der vierten Phase versuchen wir, mit Erfahrungen umzugehen, die wir unangenehm finden. Das ist so eine Grundsituation. Wie gehe ich mit Erfahrungen um, die ich unangenehm finde, die mich zu unterminieren scheinen? Und was man in der vierten Phase machen kann, ist halt zu versuchen, ich gucke mir nicht das in der Beziehung an, was ich schwierig finde, sondern versuche ein bisschen tiefer zu gehen, zu meiner Solidarität mit diesem anderen Menschen. Wenn dieser Mensch einen Unfall hätte, den ich schwierig finde, ich würde dem immer noch helfen. Oder Krankenwagen anrufen oder so etwas. Also da ist noch eine andere Ebene. Auch und auf diese Ebene wollen wir gehen in der vierten Phase der Meditation. Anstelle der Abneigung zu erlauben, unseren Geist zu verdunkeln, lernen wir mit der Unsicherheit zu leben, nicht das Zentrum des Universums zu sein. Dinge nicht letztendlich kontrollieren zu können, sie zu lassen und rezeptiv zu bleiben. Und wir lernen, die Person, die wir schwierig finden, trotz allem zu schätzen, ihre guten Qualitäten zu sehen und anzuerkennen, ihr Bedürfnis, sich entwickeln zu wollen, was das gleiche Bedürfnis ist wie das unsere. So, fünfte Phase der Metta-Bhavana. Die fünfte und letzte Phase der Meditation, Entwicklung von liebevoller Güte, Metta-Bhavana. Wir vergegenwärtigen alle vier Personen, also den Freund, die neutrale Person, die für uns schwierige Person und uns selbst, alle vier, und versuchen das Wohlwollen, welches wir in den vorherigen Phasen für alle dieser Personen entwickelt haben, für alle vier gleich stark werden zu lassen. Wir werden bemerken, dass wir für eine der Personen mehr Wohlwollen haben als für die anderen, wahrscheinlich für uns selbst oder für die Freundin bzw. den Freund. Wir versuchen das Wohlwollen für alle vier gleich stark werden zu lassen. Also die Freundlichkeit, welches wir in den vorhergehenden Phasen für jede der individuellen Personen entwickelt haben, wird jetzt zur Metta im eigentlichen Sinne. Denn es wird bedingungslos, es verwandelt sich von einem Gefühl, welches wir in Bezug auf eine bestimmte Person kultiviert haben, zu einer Haltung, zu einer universellen Haltung. Individuell
bedeutet es für uns, dass wir nun, soweit es uns gelingt, tatsächlich Metta zu erfahren, also diese Freundlichkeit für alle gleich stark werden zu lassen, in dem Maße, in dem uns das gelingt, können wir das Regime unserer Vorlieben und Abneigungen über unsere Haltung zurücklassen. Wir können unsere Haltung befreien von unseren eigenen Vorlieben und Abneigungen dadurch. Also die Art und Weise, wie wir mit der Welt interagieren, ja unsere Haltung zur Welt, durch die Metta Bhavana können wir das sozusagen über das stellen, was wir mögen und was wir nicht mögen. Wir machen eine Erfahrung von dem, was im Buddhismus nicht selbst genannt wird. Ein freier Fluss von Energie, uneingeschränkt und unabhängig von irgendwelchen persönlichen Vorlieben und Abneigungen. In der Meditation dann nehmen wir mehr und mehr Menschen und auch Tiere, die Freude und Leid empfinden können, in unsere Freundlichkeit, in das Metta hinein, bis wir schließlich, soweit unser Vorstellungsvermögen dies zulässt, alle Wesen im Kosmos einschließen. Zwar können wir nicht jedes Wesen im Universum kennen und auch derer nicht gewahr sein, Metta ist jedoch eine Haltung, die potenziell jedem Lebewesen gegenüber eine Freundlichkeit manifestieren würde. Wir suchen nun tatsächlich nicht mehr nach dem Glück für uns alleine, sondern nach dem Glück für alle. Bis jetzt haben wir über zwei Dinge gesprochen in diesem Vortrag. Zwei Dinge, die wir lassen müssen, um wahres Glück zu finden. Erstens aufhören, solche Dinge zu tun, die direkt zum Gegenteil führen, nämlich zum Unglück. Und zweitens aufhören, das Glück für uns alleine zu suchen. Am Beispiel der Metta Bhavana. Wir haben uns, anders ausgedrückt, bis hierher zwei Verwandlungen unterzogen. Wir haben uns schon zweimal verwandelt. Wir haben uns verändert. Anstelle nach kurzzeitigen Vorteilen und Vergnügungen zu streben, haben wir begonnen, unseren inneren Reichtum zu entdecken und erfahren als Folge davon Freude. Und wir haben unsere Suche nach dem Glück für uns alleine eingetauscht gegen die Suche nach dem Glück für alle. Wir haben unserer Wirklichkeit als in Beziehung stehenden Wesen Ausdruck verliehen und die Erfahrung von nicht selbst berührt dabei. Ein von angewöhnten Vorlieben und Abneigungen freies, spontanes Fließen von schöpferischer Energie, von Liebe. Wir sind jedoch noch nicht ganz am Ziel. Wir haben noch immer das wahre Glück nicht gefunden. Obwohl unser jetziges Erleben unbeschreiblich besser ist als die Ausgangslage zu Beginn des Vortrags. Unser Glück ist aber noch nicht stabil. Wir können es wieder verlieren, sollten sich die äußeren Bedingungen einmal zu unseren Ungunsten ändern und wir zum Beispiel nicht mehr meditieren können, ja, oder plötzlich für was ganz anderes interessieren. Es könnte uns zum Beispiel passieren, dass wir im Lotto gewinnen. Es gibt Untersuchungen in England aus den 60er, 70er Jahren, glaube ich, dass Leute, die im Lotto gewonnen haben, das war deren Ruin. Das war deren Ruin. Es gibt wahrscheinlich keinen schnelleren Weg ins Unglück, als ein Lotto zu gewinnen. Sowas könnte uns passieren. Ja, also spielt nicht Lotto, um Gottes Willen. Das Glück sozusagen, es kann sich wieder verändern. Wir können es wieder verlieren. Wir können es wieder verlieren. Und auch ist das Glück noch nicht wunschlos. Unser Wunsch, das Glück für alle zu suchen, mag edel und erhaben sein. Aber noch immer gibt es eine subtile innere Unruhe, die uns treibt und uns sagt, dass wir noch nicht am Ziel sind. Wir sind jetzt bereit für die dritte Sache, mit der wir aufhören müssen. Die dritte Verwandlung. Diese dritte Verwandlung kann nicht vor den ersten beiden passieren. Ja, deswegen habe ich sie auch nicht genannt. Sonst wäre der eine nach Hause gegangen. Ach ja. Ja, die dritte Verwandlung kann nicht vor den ersten beiden passieren. Auf bestimmte Art und Weise kann man sie sich noch nicht mal vorstellen, ohne dass man zumindest einen Geschmack von den ersten beiden bekommen hat. Ja, da ist schon eine Reihenfolge. Wir müssen aufhören, das Glück in der Zukunft zu suchen. Um eine Ahnung davon zu bekommen, was das ist, denn wir können es ja nicht verstehen, müssen wir nochmal zum Ausgangspunkt der Unzufriedenheit zurückkehren, zu Beginn des Vortrags, die Unzufriedenheit. Mit was sind wir nicht zufrieden? Mit unserer Erfahrung. Wir sind nicht mit unserer Erfahrung zufrieden. Ja, so was ich erfahre, bin ich nicht mit zufrieden. Wenn wir unsere Erfahrung genau anschauen, werden wir bemerken, dass sie aus drei Dingen besteht. Angenehmen, Unangenehmen und weder noch. Letzteres nennen wir Neutrales. Angenehmes, Unangenehmes, Neutrales. Das ist so eine Erfahrung. Genau wie in der Metta Bhava übrigens. Ja, Freund, Feind und neutrale Person.
Was wir normalerweise tun, und darin besteht die ganze Glückssuche vieler Menschen, ist, dass wir nach dem Angenehmen greifen und das Unangenehme von uns weisen. Ja, kann man leicht nachvollziehen. Was wir normalerweise tun, ja, wir wollen, das Angenehme wollen wir mehr, das Unangenehme am liebsten nichts von dem. Und die Strategie, die sich daraus ergibt, ist, ich versuche meine Erfahrung möglichst mit einem ununterbrochenen Fluss angenehmer Ereignisse zu füllen. Immer so von einem angenehmen Event zum nächsten. Kaffee, Eis, Kuchen, Fernsehen, Vortrag, ja, das ist keine Lücke mit irgendwas Unangenehmem. Ja, da ist die unangenehme Person, gehe ich zum anderen Vortrag, ja. Das funktioniert aber nicht, wie wir eigentlich eingangs schon gesehen haben. Denn diese Strategie kann zu dreierlei Dingen führen, wie wir gesehen haben. Ja, es kann direkt ins Unglück führen, es ist nicht stabil und vergänglich und es bleibt ein Rest von Unzufriedenheit zurück. Ja, und deswegen haben wir, wie eingangs gesagt, nach 48 Jahren immer noch nicht das perfekte Glück erreicht, weil es funktioniert nicht. Und ich könnte jetzt damit beginnen, den Vortrag nochmal von vorne zu lesen. Ja, wir sind immer noch nicht glücklich. Keine Sorge, tue ich nicht. Es ist so ein bisschen wie die buddhistische Kette vom Wiederwerden. Das Ende ist noch nicht erreicht, es geht alles wieder von vorne los. Die Kette ist noch nicht gebrochen, Unzufriedenheit ist noch da. Das ist potenziell das Ergreifen. Wir haben unsere Suche zwar schon sehr verfeinert. In der Metta Bhavana haben wir schon gelernt, schöpferisch mit den drei Typen von Erfahrungen umzugehen. Angenehm, unangenehm, neutral. Aber wir sind immer noch auf der Suche. Wir müssen damit aufhören, das Glück in der Zukunft zu suchen, denn dort werden wir es nicht finden. Das Glück ist bereits da, in der Gegenwart. Solange wir noch suchen, das heißt, versuchen, das Unangenehme zu vermeiden und das Angenehme zu erlangen, können wir nicht zur Ruhe kommen. Solange können wir nicht in der Gegenwart verweilen, ja, weil wir immer was suchen, was woanders ist. Was uns hilft, damit aufzuhören zu suchen, nachdem wir schon lange Ethik geübt haben und lange Metta Bhavana gemacht haben, wohlgemerkt, was uns hilft, damit aufzuhören zu suchen, ist uns diese Unzufriedenheit, die uns treibt, zu vergegenwärtigen, sie genau zu untersuchen. Dieses Quäntchen Unzufriedenheit, was immer zurückbleibt, ist genau zu untersuchen. Und wir werden merken, dass diese Unzufriedenheit durch unsere Suche selbst kommt. Sie kommt durch unsere eigene Neigung, das Angenehme zu suchen und das Unangenehme zu vermeiden. Wenn wir uns selbst in der Meditation beobachten, können wir das bemerken. Der Buddha hat das auch bemerkt und seine Suche war beendet. Es gibt eine Episode aus der klassischen buddhistischen Literatur, wo der Buddha durch den Wald geht. In dem Wald hält sich ein gefährlicher Bandit auf. Ja, das kennen vielleicht viele, die sogenannte Angulimala-Episode. Angulimala heißt Kette aus Fingern. Dieser gefährliche Bandit hatte eine Kette aus Fingern und ihm fehlte noch einer, nämlich der 100. Finger. In der Geschichte hatte der den Auftrag bekommen, von einem bösen Meister 100 Finger zu sammeln. Das wäre gut für seine spirituelle Entwicklung. Man könnte sagen, ein Stan-und-Olli-Pfad, absichtlich von einem bösen Meister auferlegt. Dieser Angulimala sieht jetzt im Wald den Buddha gehen und denkt, da ist mein 100. Finger. Er fängt an, hinter ihm herzurennen, um ihn zu erlegen, aber er schafft es nicht. Ja, je schneller er rennt, er kommt dem Buddha kein Stück näher. Und der Buddha geht nur ganz normal und gelassen. Er fängt an zu schreien, halt, bleib stehen, bleib stehen. Und der Buddha dreht sich zu ihm um und sagt, Angulimala, ich bin stehen geblieben. Bleib auch du stehen. Sagt der Buddha, ich habe auf buddhistisch, ja im buddhistischen Jargon, ich habe Gier und Abneigung überwunden, aber du bist ohne jedes Mitgefühl. Ja, also du bist noch sehr, sehr schnell auf der Suche von einem Unglück ins nächste. Diese, man könnte sagen, Anekdote, Geschichte verdeutlicht so das Aufhören der Suche als Metapher. Aufhören zu suchen bedeutet, dem Leben zu verzeihen, dass es so ist, wie es ist. Anstelle unseres Durstes, des Suchens nach dem Angenehmen, tritt ein Interesse. Anstelle des Durstes tritt ein Interesse. Ein offenes Interesse, welches im besten Sinne des Wortes selbstlos ist, denn es verfolgt nicht das Ziel, wie kann ich zu einer angenehmen Erfahrung kommen. Ja, ein Interesse, was von diesem Ziel losgelöst ist. Das ist vielleicht das, was wir aus der dritten Phase der Metta Bhavana lernen können, Interesse zu entwickeln, was nichts mit dem zu tun hat, sozusagen, ob ich was Angenehmes erhalte am Ende. Ja, oder was Unangenehmes vermeide. In der Metta Bhavana, ich habe Interesse für meinen Freund,
weil das ist angenehm. Ich habe in gewisser Weise Interesse für den Feind, weil das ist unangenehm. Für die neutrale Person habe ich kein Interesse. Ich bin persönlich nicht investiert. Ist mir egal. Und vielleicht ist das, was wir aus der Metta-Bhavana lernen können, aus der dritten Phase. Metta in seiner Fülle, Liebe und Wohlwollen für alle Lebewesen, mit seiner positiven Erfahrung von Nicht-Selbst, ist eine gute Basis, von der aus wir diesen Sprung ins Loslassen machen können. Den Sprung in das Nichtsuchen des Glückes. Den Sprung ins Unbekannte. Wie sich diese Erfahrung des Nicht-mehr-Suchens in ihrer Fülle anfühlt, wissen wir nicht. Es ist die Erfahrung eines erleuchteten Menschen. Sie wird mit den Attributen unbegrenzte Liebe, tiefe Weisheit und schier unerschöpfliche Energie beschrieben. Wie es sich aber anfühlt, wissen wir nicht. Äußerlich verändert sich vielleicht nicht viel. Wir suchen noch immer das Glück für die vielen und helfen anderen, wo wir nur können, helfen ihnen wirklich. Aber innerlich sind wir stehen geblieben. Das war der dritte Punkt, den wir lassen müssen. Gut.